Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play GTA San Andreas mit mir, der Walkthrough, beziehungsweise alias David. Und wir befinden uns schon vor unserem Casino, dem Ford Dragons Casino, was ja unserem Freund dem Wusi-Wusi-Mu gehört. Und direkt hier im Anschluss, beziehungsweise ist eine Mission für das Casino, also wahrscheinlich für Wusi oder für irgendeinen unserer ehemaligen Bekannten. Und ich werde jetzt wieder ruhig sein in der Zwischensequenz und ihr bekommt diesen kleinen Filmausschnitt mit. Viel Spaß beim Zuschauen bei Ton Don Peyote. Who am I speaking to? It's CJ. Hey, Truth, is that you? Might be. Might be a government algorithm trying to pick your brain, so don't admit anything. Whatever, man. What's up? I need a favor, Carl. Thought I could cash in some karma chips. Your credit good? I took some fellow travelers deep into the desert on a peyote safari a few nights back. We faced the inner light and communed with the Lizard King. Sound fun. How'd it go? That's the problem. I don't know. I'm in Los Santos. I woke up at a Japanese bathhouse about an hour ago. I have no idea how I got here or where the others are. They're probably fine. I don't think so. They were Brits, a band, and their managers. They have no experience about the desert. Okay, where'd you make camp? I can go have a look. I took them up Arco del Oeste. Fantastic sunsets. Best start looking for them up there. Ich sag nur Hangover. Nein. Ja, es ist natürlich scheiße gelaufen, ne? Also so wie der es jetzt erzählt hat mit Lichter und blablabla, denke ich mal, wie die haben sich alle LSD reingezogen, da beim Sonnenuntergang, und da ist wahrscheinlich einer von den Briten jetzt mal den Abhang runtergehüpft, denke ich mal. Und wir sollen jetzt Paul und Maka abholen. Und für alle, die mein GTA Vice City Let's Play gesehen haben, ihr kennt ihn schon, den Paul. Ich habe gerade seinen Nachnamen vergessen, hier der Paul, aber der ist oft von uns, also von unserem Charakter Tommy Vercetti, den wir in GTA Vice City gespielt haben, zusammengeschlagen worden im Club, wegen allem Möglichen eigentlich. Jo, und naja, jetzt wird CJ auch mit ihm in Kontakt treten, um mal sehen, wie er sich denn so verändert hat, der Paul aus den 80ern. Jetzt sind ja 10 Jahre vergangen, wir schreiben ja hier die 90er, ne? Die Gangster-Rapper-Zeit. Und nein, er soll uns nicht hitten, und ich weiß, ich fahre heute so nach Hit and Run Style. Ich fahre nicht drumherum, ich fahre voll rein in jedes Auto, so volle Kanne, ich weiß. Also mir aber scheißegal, weil wenn mein Auto brennt, dann brennt es halt, und wenn es nicht brennt, brennt es halt nicht. Das ist ein Statement, wa? Nee. Ja, man sollte, also ganz ehrlich, LSD und so ein Zeug, boah, nee, und wenn, dann noch nicht in der Wüste, also wirklich, also ist nur meine Schlussfolgerung, ne, muss nicht sein, dass sie LSD genommen haben, aber so wie er das erzählt hat, ich meine, wenn er in der japanischen Badeanstalt aufwacht, dann haben sie ja wenigstens was getrunken, und wenn sie was getrunken haben, nicht wenig, so viel ist schon mal klar. Und wenn ich jetzt explodiere, verfluche ich dieses verdammte Spiel. Bis gleich. So, das war ja mal eine richtig scheiß Aktion vorher da, wo ich eiskalt hier explodiert bin mit dem blöden Auto. Ich weiß, ich bin jetzt noch nicht direkt an der Stelle, wo ich jetzt gerade war, aber das muss ich ja nicht so stören. Und ich habe mir jetzt ein Motorrad besorgt. Ob das natürlich sicherer ist, ist fraglich, aber damit ist man auf jeden Fall wendiger und man kann auch schneller von runterspringen. Warum ich mich vorhin jetzt so aufgeregt habe, ich meine, es war ja ein relativ kleines Fail, ich musste kurz neu laden und 2 Minuten nachspielen hier, ne? Aber war einfach, weil ich schon mal jetzt eine Aufnahme gemacht habe von 3 Minuten, mit dem Part angefangen habe, und mir jetzt gerade das gesamte Spiel abgestürzt ist, weil mein Rechner gemeint hat, hey, du musst jetzt neu starten. Tja, das meint mein Rechner manchmal, und da muss ich noch... What the hell? Und da muss ich kurz auf Nein drücken, dass er nicht neu startet. Ja, und in dieser lustigen Nein-Phase-Zeit hat sich Herrn San Andreas dann entschieden zu sagen, nö, ich funktioniere jetzt aber nicht mehr. Und das fand ich mal richtig scheiße. Ja, und da bin ich jetzt gerade gestorben, das fand ich dann auch nicht so toll. Und naja, aber ich will jetzt nur gerade rechtfertigen, warum ich jetzt so ausgerastet bin. Also ihr wisst ja, eigentlich bin ich sonst gechillt und so, ne? Ich bin gar nicht so aggro drauf, also... Keine Angst haben. Der David wird jetzt nicht aggro oder so. So. Okay, wie fahren wir da am besten? Am besten hier durch.
Okay, wir müssen auf den Berg hoch. Da scheinen sie zu sein. Der Paul und der Macker. Ich glaube, ich war vorhin gerade dabei zu erklären, dass der Paul, dass wir den aus Vice City kennen und den Macker kennen wir nicht. Aber naja, wir werden sie erst kennenlernen. Also, kleiner Filmausschnitt wieder. Hello! Hey, anybody out here? The truth sent me. Hey, over there! Hey man, you alright? Kin hell! I'm fucking hanging! Stone me bloody crows. Where am I? I dunno, mate. I was having a dream. I was wanking over some fat bird's tits when this twat turned up. Macca, you fucking psycho. You did it again, didn't ya? That peyote was shite. You're lucky I brought some tabs along. I told you a million times not to put stuff in my fucking drink. Oh, piss off, kidder. Who are you again? Oh, I'm a friend of the truth. He said you guys might need a ride into town or something. But I'm a fucking raspberry. You're not a fucking raspberry. I can't feel my legs, RP. I've wanked the use out of them. Just stand up, you soppy cunt. We go through this every weekend. Ow, ooh. Man, what the hell was y'all doing last night? Anybody got a rag? So where I'm taking y'all? I got a pal, Rosie. He's got some casino gig going down in Venturas. Sweet? All right. Fuck off, string. Oh, charming. All right, ladies, let's go. Come on, fucking northerners. Well, it felt like I couldn't feel him, honest. Ah, oh, das sind ja die übelsten Hänger. Oh Mann, Hangover, aber echt jetzt. Da wurde auch, da hat er auch der, na, wie heißt der Barry, oder ne? Der hat den ja auch was in Drink getan. Ja, wo ist denn jetzt? Nee. Och Mann, da hätte ich ja gleich einen Viertürer mitgebracht. Hahaha, sie werden streiten, bis du einen Wagen finden und beide Platz finden. Sie werden streiten. Ganz ehrlich, ist der geil. Sie werden streiten. So, Nein! Ich hasse dieses Spiel! Ich hasse es! Bis gleich. So, 5 Minuten später. Ich habe ein Fahrzeug hier oben. Ich habe mich wieder beruhigt. Ich habe keinen Kaffee getrunken und ich habe mich beruhigt. Trotzdem, und die zwei können jetzt einsteigen. Ich hoffe, ihr habt gerade verstanden, wieso ich jetzt nochmal ausgerastet bin. Das war einfach so unnötig. Aber darüber reden wir jetzt gar nicht. Paul und Macca lassen jetzt ihren Kommentar ab. So, where's the rest of the band, guys? Macca, where are the boys? I don't fucking know, do I? I remember snakes. Lots of snakes. Snake farm not too far from here. You can go check it out. Was haben die zwei Typen gemacht und danach? Oh mein Gott, sie wissen nichts mehr. So ein Filmriss, ey. Na dann, raus mit dir. Hab ich schon. Achso, ich dachte der Macca. Achso, der Paul muss. Ich dachte der Macca muss kotzen. Boah. Eklig. Hey, jetzt setzt du dich direkt neben mich. Du hast gar gekotzt, Alter. Nee. So geht das jetzt nicht. So. Jetzt steigst du bitte woanders ein. So. Nein. Es ist mir jetzt scheißegal, ihr steigt jetzt woanders ein. So. Nein, du... Oh, okay. Dann lasse ich ihn... Okay. Ist mir jetzt... Mann, nee. So, der hat keine Manieren, der Typ. Okay, kleiner Filmausschnitt. Here we are. Look familiar? Looks just like Salford to me. What are you talking about? Take a gander at him, fellas. Is that him? That there city boy has gone and been with my prize hog. Now I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fella the red bumpies.
What in tarnation? I'm a fixin' to give you a whoopin' for what you gone and done to my young'uns. What the hell? Verrückte. Und die Bitch. Oh no, run like fuck. Everybody in the court. So. Das waren alle. Jo, ihr wollt auch noch was? So, von mir aus. Mir ist recht. Und jetzt aber abhauen, 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 abhauen. Schnell einsteigen, los, Mecker und die anderen Typen, ne? Alle hier jetzt, ne? Wenn mich jetzt der Kopf verhaftet hätte, dann wäre ich jetzt an die Decke gegangen, hätte das Spiel. Ich hätte die CD zerbrochen, hundertprozentig jetzt. Und dieser Lag? Ganz ehrlich, das verzeiht den Fraps, man. Okay. Entschuldigung. Wenn Fraps jetzt angefangen hätte, irgendwie zu laggen wegen Anti-Vir und irgendeinem Scheiß, dann. Ja. Au! Da, das trifft sich ja gut, nur noch einen Stern. Das ist ja mal schön. Na komm, 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 komm. Ja, ein bisschen Glück muss sein. Dann ist die Welt doch auch voller Sonnenschein. Und ich singe wieder ganz schrecklich. Und deswegen höre ich auch wieder auf damit. Okay, ich habe heute einen interessanten Fahrstil drauf. Habe ich selbst schon bemerkt. Sonst habe ich den ja irgendwie nicht drauf, diesen Hit-and-Run-Fahrstil. Den haben wir jetzt schon den ganzen Part drauf. Komisch. Naja. Deswegen reg ich mich wahrscheinlich auch so auf wegen diesem Fahrstil, weil der mir halt nicht so viel bringt. Gut, das ist GTA, das muss ich jetzt ja keine Rennen gewinnen. Ja, eigentlich schon in manchen Minimissionen, aber nicht jetzt. Also. Ah, ich verhaspel mich schon wieder beim Reden, scheiße. So, wir müssen jetzt zu irgendeinem Casino, so wie ich mitbekommen habe, zu dem Casino von Rosie. Und ich will nicht zu viel spoilern, also zu viel Handlung verraten, aber ihr könnt euch vielleicht schon denken, wer Rosie ist. Ich sag mal so, wenn ihr jetzt den ersten Part von mir guckt, der Introduction, bei Minute 13 oder so kommt er vor und er ist auch in GTA Vice City ein entscheidender Gehilfe, Genosse, wie kann man den nennen, Kumpane, Problembeseitiger von Tommy Vercetti. Und ja, ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon bestimmt, von wem ich rede, wenn ich jetzt sage, ein zwangsneurotischer, nervender Kauz in einem Anzug. So, jetzt wisst ihr, wen ich meine. Und wenn nicht, dann werdet ihr es trotzdem gleich sehen. Oh, entschuldige, aber irgendwie verhaspel ich heute. Oh, jetzt schon wieder. Ich habe irgendwie einen Frosch gegessen heute zum Frühstück, Abendbrot. Ach scheiß drauf. Die Zeit, die jetzt gerade ist, da gibt es weder Frühstück noch Abendbrot zum Mitternachtslunch oder so, ne? Das Mitternachtslunch. Mann, war der trocken. Oh Mann. Wir sind da. Kemp Paul, here to see Rosie. Hey, boss, there's somebody here to see you. Oh, go away. I have a migraine. Oh, Rosie, son, it's me, Paolo. Oh, God. My despair is complete. Okay, let him in. Rosie, how are you, my old son? I pray that one day I can escape my perpetual torment and retire in peace and comfort a million miles away from anyone I've ever fucking known, and instead, I get this. Come on, it's me, Kent Paul. Well, hello, Paul. What a pleasant surprise. Who the hell are these guys? These are my boys, Macca and Cole. Sir. You want any speckled doves, boss? I'm peeking on one right now. Top of the range, man. Well, it's fitting as I sit here up to my neck in a river of shit with every mafia gorilla from Liberty City to Los Santos pissing in my face that you, Kent Paul, should witness it. What's the matter, son? Too numerous, oppressively insurmountable, and depressingly fucking typical even to mention. It's all right, bruv. Paolo can help. Give us some space, would you, son? I'll give you a tinkle later. All right, for sure. Not you, Macca.
Oh, you twat. Unbelievable. Hey, Woolsey. I think I found a way to scope Caligula's casino without causing too much suspicion. We could talk later. Yes! Hahaha. Hoffentlich ist es jetzt nicht kaputt, mein Mikro. Ja, wenn es jetzt an ist, ist alles gut. Wenn nicht, dann nicht. Ui, das wäre scheiße. Dann müsste ich mir ein neues Headset holen. Egal. Anruf, ja, soll ich den annehmen? Okay, findet ihr eigentlich auch das Kent Rosenberg, wie Woody Allen aussieht? Ich schon. Hi, Cole. It's me, Paolo. Listen, Rosie's in a tangle, and I think you're the geezer to sort it out for us, okay, Sunshine? Slip around the office and see me, double quick. Yeah, thanks, man. I appreciate the opportunity. Ja, man, das weiß ich echt sehr zu schätzen, aber für heute ist gut. Ich fahre noch kurz zurück zum anderen Casino, um zu speichern, oder eigentlich ich fahre zu meiner anderen Bude. Oder habe ich überhaupt schon eine Bude? Wenn nicht, dann kaufen wir uns jetzt eine Bude. Die sind nämlich hier billig. Ah, jetzt bin ich kurz vom Husten, ich weiß nicht wieso. Also nach diesen ganzen Fails habe ich echt keine Lust mehr. Ich gehe jetzt schlafen, Leute, das bringt's einfach nicht. Ich wollte ja eh nur 15 Minuten Parts machen, und mit den ganzen Fails sind es sicher jetzt so 8 bis 10 Minuten geworden. Das ist also eine Art Just Cheap Part, also Just Cheap. Ich bin natürlich nicht Just Cheap, das wisst ihr ja, Leute, so höre ich mich auch nicht an. Und das kann ich auch gar nicht. Aber, ja, ich meine nur so von der Länge, weil Just Cheap macht ja auch meistens jedenfalls immer diese 8 Minuten per Parte. Und, naja, deswegen halt, ne? Wisst ihr, was ich meine? So, Hotelsuite erworben, alles cool. Und ich überspeichere jetzt hier noch kurz das Spiel unter Explosive Situation. Und das Spiel stürzt genau in diesem Moment ab. Das ist super. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hasse dieses Spiel und macht's gut.